Für Arbeitnehmer keine gute Nachricht. 2021 fallen in etwa die Hälfte aller gesetzlichen Feiertage auf ein Wochenende. Darunter der Tag der Arbeit am 1. Mai, der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober, aber auch die Weihnachtsfeiertage. Verschiedene Politiker machen sich deshalb dafür stark, dass diese Feiertage an einem Wochentag ausgeglichen werden. Das berichtet unter anderem die Saarbrücker Zeitung. Dies soll eine Art Corona-Bonus für Beschäftigte sein. Dirk Wiese, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, bezeichnet den potenziellen Bonus als Anerkennung für die Beschäftigten. Sprecherin der Grünen Beate Müller-Gemmecke betont außerdem, Feiertage sind für die Menschen Tage der Erholung. Einige der Politiker fordern sogar die grundlegende Pflicht für Arbeitgeber, solche Feiertage für ihre Mitarbeiter auszugleichen. Ähnliche Regelungen gibt es in anderen europäischen Ländern wie Belgien, Großbritannien und Spanien bereits. Im Bundestag soll nun über das Thema debattiert werden.